spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst den Schwachen aufzustehen, willst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt dich fest an dir, im Schöpfer der Welt. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, der Dunkelheit die Grenzen, und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, liebst den Schwachen aufzustehen, willst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an mir, im Schatten der Welt. Jesus, du stehst. Liebe Gemeinde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und freue mich sehr, dass ich euch zu einem weiteren Online-Gottesdienst der Evangelischen Freikirche Rief begrüßen darf. Grüße gehen raus an alle Hausgemeinden, die sich gerade versammeln oder bereits versammelt haben, und an dich ganz persönlich, wo auch immer du diesen Gottesdienst gerade schaust oder verfolgst. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich wünsche uns eine wirklich reich gesegnete Zeit, die jetzt vor uns liegt. Ein neuer Sonntag und somit eine neue Chance, Gott zu begegnen, mit ihm in Kontakt zu treten, ihn kennenzulernen, Beziehung zu ihm zu vertiefen, aus seinem Wort zu hören, sich mit ihm auf den Weg zu machen und Veränderung zu erleben. Ich möchte gerne zu Beginn dieser Predigt noch mit uns beten. Herr, ich danke dir für diesen neuen Morgen und ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir uns in den verschiedenen Hausgemeinden versammeln dürfen, um miteinander Gottesdienst zu feiern, wenn auch nur im kleinen Rahmen. Und ich möchte den Segen aussprechen über alle die, die diese Predigt, diesen Gottesdienst jetzt alleine für sich schauen, dass du auch bei ihnen bist und ja, dass sie dich erleben und spüren dürfen. Danke, Herr, dass du uns Möglichkeiten schenkst, Gottesdienst zu feiern in dieser Zeit, in der wir gerade leben. Dass es auch wieder möglich ist, dass wir uns in kleineren Gruppen miteinander treffen, um uns aneinander zu freuen und vor allem, um uns an dir zu freuen. Und ich bete für diesen Morgen, Herr, ich bete, dass wir dich sehen dürfen, ich bete, dass wir dich hören dürfen und ich bete, dass wir dich erleben dürfen. Ich bete für offene Augen, offene Ohren und offene Herzen. Und ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen als deine Kinder, und ich danke dir, dass wir uns mit dir auf den Weg machen dürfen, wenn wir dich vielleicht noch nicht so gut kennen oder noch nicht mit dir unterwegs sind. Danke, Herr, dass du Interesse hast an Beziehung zu uns und ja, die Beziehung zu uns suchst, Herr, dich nach unserer Nähe sehnst und dass wir uns nach deiner Nähe sehnen dürfen. Und ich bete, Herr,
dass wir heute Morgen von deiner Hoffnung, die du gibst, die du schenkst, erfüllt werden dürfen in dieser Zeit, in der wir leben. Ich bete, dass wir Kraft kriegen von dir für die Zeit, die vor uns liegt, und dass wir Trost kriegen, wenn es uns gerade nicht so gut geht, wenn ja, wir gerade unter irgendetwas leiden. Tröste du uns, Herr. Segne du uns die Zeit, die jetzt vor uns liegt, und sei du bei uns. Du hast es uns versprochen, dort, wo zwei oder drei versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und dafür möchte ich dich loben und preisen, Herr, und dir die Ehre geben. Amen. Ich möchte den heutigen Sonntag oder die heutige Predigt nutzen, um euch zu ermutigen und um Hoffnung, um Kraft oder auch um Trost zu spenden. Ich möchte den heutigen Sonntag, die heutige Predigt aber auch dazu nutzen, um noch einmal Bezug auf diese weltumspannende Pandemie zu nehmen, die wir in den letzten Monaten erlebt haben und aktuell immer noch erleben. Ich möchte auf die Veränderungen des öffentlichen Lebens und unseres persönlichen Lebens eingehen, die mit dieser Pandemie einhergehen. Es soll um Krisenzeiten gehen, Zeiten, in denen wir mit negativen oder mit schlechten Dingen konfrontiert werden. Es soll um die Frage gehen, was uns solche Zeiten durchstehen lässt oder wie wir solche Zeiten heil überstehen können. Es soll aber auch um die Zeiten gehen, in denen es uns gut geht und wir viel Positives erleben. Das Coronavirus, es hat unser Leben, wie wir es kennen und gewöhnt sind, völlig auf den Kopf gestellt und verändert. Vieles ist nicht mehr so, wie es vor ein paar Monaten noch war. Dieses Virus, es hat zu einer Pandemie geführt. Und weil ich ein Freund von Definitionen bin oder ein Fan von Definitionen, kurz zur Erklärung für die, die es noch nicht wissen: Als Pandemie wird eine länder- und kontinentübergreifende Ausbreitung einer Krankheit beim Menschen bezeichnet. Im engeren Sinn die Ausbreitung einer Infektionskrankheit. Und anders als bei einer Epidemie ist die Pandemie örtlich nicht beschränkt. Was ist das Ergebnis dieser Pandemie für die Gesellschaft, für das öffentliche Leben? Die Wirtschaft, sie nimmt Schaden. Unsere Politiker und Politikerinnen, die eigentlich unzählige andere Themen zu bearbeiten hätten, widmen sich größtenteils oder ausschließlich dieser Sache. Das restliche Weltgeschehen rückt dabei völlig in den Hintergrund. Beispiel: Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Black Lives Matter. Man muss richtig laut schreien, um gehört zu werden. Das Schulsystem, es steht Kopf. Wir sprechen von sozialer Isolation, von dem Auf-Distanz-Gehen, vom Abstand-Halten, von der Einhaltung von Hygienemaßnahmen und, und. Und was ist das Ergebnis dieser Pandemie für unser persönliches Leben? Einsamkeit aufgrund der Ansteckungsgefahr, der sozialen Isolation, der Distanz, dem Abstand, der Verlust sozialer Kontakte, Konflikte in der Familie, finanzielle Sorgen oder Existenzängste, Sorgen, die die Sicherheit der eigenen Arbeitsstelle betreffen, Kurzarbeit, Unsicherheit, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt. Es schwirren so Begriffe durch den Raum wie Ermüdung, Kraftlosigkeit, Mühseligkeit und Zermürbung. Wir sprechen von einer Krise. Wir sprechen von einer Zeit, in der wir mit negativen oder schlechten Dingen konfrontiert sind oder in Berührung kommen. Wieder zur Erklärung: Wir sprechen von einer Krise, also von einer schwierigen Lage oder Situation. Wir sprechen, wenn wir von einer Krise sprechen, von einer Zeit, die den Höhe- oder Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Wir sprechen von einer Schwierigkeit. Wir sprechen von einer kritischen Situation. Wir sprechen von einer Zeit der Gefährdung oder des Gefährdetseins. Und momentan befinden wir uns in einer Zeit gesetzlicher Lockerungen. Ja, nicht zurück zur alten Normalität, sondern vorwärts zu einer neuen Normalität. Die Geschäfte, die Schulen, sie haben wieder geöffnet.
Es dürfen sich wieder mehr Menschen treffen oder versammeln. In Österreich darf man sich im öffentlichen Raum wieder ohne Mund-Nasenschutz, aber natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand bewegen. Veranstaltungen sind unter Einhaltung bestimmter Auflagen wieder erlaubt. Und trotz allem ist nach wie vor eine gewisse Ungewissheit spürbar, eine gewisse Unsicherheit. Auf der einen Seite freuen wir uns natürlich über diese Lockerungen und auf der anderen Seite ist man irgendwie verunsichert. Es fühlt sich noch nicht wirklich richtig an. Wie wird es weitergehen? Wie wird sich diese Situation, wie sie gerade ist und wie wir sie kennen und mittlerweile wahrscheinlich auch schon daran gewöhnt haben, wie wird sie sich entwickeln? Wird es eine zweite Welle geben? Und wenn ja, was wird dann passieren, wenn diese zweite Welle kommt? In solchen Krisenzeiten braucht es vor allem eins: Hoffnung. Eine letzte Erklärung oder Definition: Wenn wir von Hoffnung sprechen, dann sprechen wir vom Hoffen, vom Vertrauen in die Zukunft, von der Zuversicht, vom Optimismus in Bezug auf das, was die Zukunft bringen wird. Hoffnung, sie lässt uns solche Krisenzeiten durchstehen oder heil überstehen. Sie gibt uns Zuversicht, sie gibt uns Kraft und hält unseren inneren Motor am Laufen. Hoffnung hilft uns aber nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch in den Zeiten, in denen es uns gut geht und in denen uns viel Positives widerfährt. In solchen Zeiten hilft uns Hoffnung beim Dranbleiben und beim Festhalten an der Zuversicht. Worauf setzen wir unsere Hoffnung in Krisenzeiten? Was hilft uns dabei, solche Zeiten durchzustehen und da heil wieder rauszukommen? Sind wir hoffnungsvoll oder sind wir hoffnungslos? Wir haben mit Jesus jemanden, auf den wir unsere Hoffnung setzen dürfen. Jesus ist die Mensch- oder die fleischgewordene und lebendige Hoffnung. In Sprüche 22, Vers 19 steht: Damit deine Hoffnung sich gründe auf den Herrn, erinnere ich daran heute gerade dich. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns Hoffnung zu bringen und zu geben. Jesus macht uns ein Geschenk. Er schenkt uns Hoffnung. Und wir dürfen dieses Geschenk annehmen und unsere Hoffnung auf Jesus setzen. In diesem Vers steht, dass ich daran heute gerade dich erinnere. Ja, das tue ich hiermit. Gleichzeitig erinnere ich aber auch mich selbst daran. In Krisenzeiten und darüber hinaus müssen, sollen, können und dürfen wir uns immer wieder an das Geschenk der Hoffnung durch Jesu erinnern. Meine Mama, daran habe ich in der Vorbereitung denken müssen, hatte einmal einen Chef. Er war Donauschwabe, ist eine wichtige Zusatzinformation. Und dieser Chef sagte einmal zu ihr: Wir missen uns gegenseitig den Rücken stitzen. An dieser Stelle liebe Grüße an meinen Schwiegervater. Das ist so eine Sache zwischen uns beiden, wo wir uns gerne drüber amüsieren. Der Buchstabe Ü wird nämlich bei den Donauschwaben durch den Buchstaben I ersetzt. Und trotz dieser grammatikalischen Widrigkeiten hatte der Chef meiner Mama recht. Wir müssen uns gegenseitig den Rücken stützen und uns immer wieder an das Geschenk der Hoffnung durch Jesu erinnern. Wenn ich auch in Krisenzeiten hoffnungsvoll bin und merke, dass es manche meiner Glaubensgeschwister nicht sind, dann sehe ich es als meine Aufgabe und als meine Verantwortung, sie an die Hoffnung zu erinnern, die uns durch Jesus geschenkt ist. Oder sie zumindest an meiner Hoffnung teilhaben zu lassen. Jetzt ist Hoffnung nicht irgendein Gefühl, nein. Wir müssen uns zur Hoffnung erziehen. Wir müssen in der Hoffnung wachsen
und uns jeden Tag neu dazu entscheiden, voll der Hoffnung sein zu wollen. Hoffnung ist eine innere Einstellung. Hoffnung erfüllt uns mit positiven Dingen. Durch die Hoffnung leben wir in der Erwartung, dass auch in Krisenzeiten gute Dinge in unserem Leben passieren werden. Wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, dann dürfen wir gute Dinge erwarten, weil Gott der Inbegriff des Guten ist. Ihr seht, zur Hoffnung gehört auch der Glaube. Und in Kombination lassen sie uns schwierige Zeiten oder Umstände in unserem Leben überstehen. Gott nutzt diese Zeiten ganz bewusst, um uns charakterlich zu formen und stärker zu machen. In Gottes Händen sind wir wie Gefäße, die ihr ganzes Leben lang geformt werden und sich entwickeln. Ich komme zum nächsten Bibelvers. Er steht in Psalm 27. Es ist der 14. Vers. Dort steht: Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Der Psalmist David, er wusste, was es bedeutet, auf den Herrn zu hoffen, zu vertrauen oder zu warten. Er wurde bereits in jungen Jahren zum König gesalbt, aber erst später zum König gekrönt und in der Zwischenzeit wurde er von König Saul gejagt. Es dauerte viele Jahre, bis Gott sein Versprechen einlöste und David zum Herrscher machte. Nachdem er König wurde, kam das nächste Unheil. Er wurde von seinem rebellischen Sohn Absalom verfolgt. Wir wissen, dass es manchmal nicht so einfach ist, auf Gott zu warten. Es fühlt sich dann so an, als würde Gott unsere Gebete nicht beantworten oder die Dringlichkeit unserer Anliegen nicht erkennen. Wenn wir so denken, dann sprechen wir Gott damit ab, dass er die Kontrolle hat und unterstellen ihm gleichzeitig Ungerechtigkeit und Gleichgültigkeit. Erfahrungsgemäß lohnt sich das Warten aber, denn Gott nützt diese Wartezeiten oftmals, um uns zu erfrischen, zu erneuern oder etwas Lehrreiches mitzugeben. Lasst uns diese Wartezeiten künftig sinnvoll nutzen und entdecken, was Gott uns dadurch mitgeben möchte. Hoffen bedeutet also, seinen Glauben aktiv zu leben. Hoffen bedeutet, darauf zu vertrauen, dass sich die Dinge irgendwann zum Guten wenden werden. Und ich habe schon gesagt, Hoffnung gibt uns Kraft. Sie lässt uns weitermachen. Sie lässt uns dranbleiben. Sie schützt uns davor, zu resignieren und aufzugeben. Jesaja 40, Vers 31, dort steht: Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Auf Gott zu hoffen, zu vertrauen und zu warten bedeutet, dass wir geduldig damit rechnen, dass Gott seine Zusagen, die er uns in seinem Wort schenkt, erfüllt und uns Kraft schenken wird. Hundertprozentiges Vertrauen auf Gott. In der Vorbereitung auf die heutige Predigt habe ich mich gefragt, warum wird hier eigentlich der Adler als Beispiel angeführt? Und ich habe mich daraufhin im Internet schlau gemacht und herausgefunden, dass beispielsweise der Weißkopfseeadler eine Flügelspannweite von bis zu 2,45 Meter erreichen kann. Ein Flügelschlag lässt ihn bei einer ausreichenden Höhe entsprechend weit gleiten. Gott schenkt uns in Krisenzeiten die Kraft für genau diesen einen Flügelschlag, damit wir drüber hinweggleiten können. Wer in der Hoffnung auf Gott lebt, der weiß auch, dass Gott alles daran setzt und sich danach sehnt, uns an seiner Güte und Liebe teilhaben zu lassen. Wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, dann werden wir innere Ruhe finden
und zu der Gewissheit gelangen, dass für Gott kein Berg zu hoch, keine Mauer unüberwindbar und kein Problem zu schwierig ist. Wenn wir in dieser Gegenwart, in dieser Zuversicht leben, dann kann uns keine Lebenssituation, sei sie auch noch so schwierig, etwas anhaben. Diese Gewissheit, diese Zuversicht kann zum Lebensretter werden. Und ich möchte dich heute dazu ermutigen, egal wer du bist und egal woher du bist oder wie schwierig die Situation auch sein mag, in der du dich im Moment befindest, deine Hoffnung auf Gott zu setzen. Hoffnung auf Gott hilft dir, belastende Lebensumstände oder schwierige Zeiten zu meistern. Ich möchte dich auch dazu ermutigen, in den guten Zeiten des Lebens an der Hoffnung auf Gott festzuhalten. Beständige Hoffnung hilft uns dabei, anstehende Dinge mit Kraft und Energie anzupacken und an Gott dran zu bleiben. Hoffnung hilft uns dabei, voller Glaube und Ermutigung in die Zukunft zu schauen und nach Gottes Wort zu handeln. Hoffnung ist also der Schlüssel zu unerschrockenem Glauben, zu mutigen Entscheidungen, zu von Gott beeinflussten Worten und Taten und zu einem leidenschaftlichen Leben. Hoffnung kann demnach unsere Gedanken, unsere Lebenseinstellung, unsere Perspektive und unsere Worte und Taten beeinflussen und verändern. Hoffnung kann uns also innerlich aufbauen und kann Freude in uns freisetzen. Und wenn wir auf Gott hoffen und uns an ihm freuen, dann kann das zu einer Kraftquelle werden. Nicht nur Hoffnung, sondern auch wir selbst sind der Schlüssel. Von nichts kommt nichts. Wir dürfen zu Gott kommen, mit ihm über unser Hoffen sprechen und ihn um Weisheit bitten. Wir dürfen uns gemeinsam mit Gott auf den Weg machen und unsere Ziele verfolgen. Überlasse Gott dabei das Steuer. Ja, das ist ein Abenteuer, aber eines, das sich bezahlt machen wird. Gott weiß, was du brauchst und er hat einen Plan für dich. Frage ihn nach seinen Plänen für dein Leben und bitte ihn, dich zu führen, zu leiten und dein Wegweiser zu sein. Verfolge deine Ziele und verfolge sie gemeinsam mit Gott. Er wird dich bis zum Ende begleiten. Krisenzeiten, sie kommen und gehen. Die Frage ist, wie wir fortan damit umgehen werden. Geben wir uns der Hoffnungs- oder Ausweglosigkeit hin oder erinnern wir uns daran, dass Gott da ist und dass für ihn nichts unmöglich ist? Uns durch Krisenzeiten hindurchzuführen, ist eine Leichtigkeit für Gott. Er streckt seine Hände nach uns aus und er zieht uns. Matthäus 19, Vers 26. Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Egal wie schwer die Krise auch auf dir lasten mag, vergiss eines nicht. Gott ist größer als die Krise. Und deshalb nimm die Dinge in der Hoffnung auf Gott in die Hand und lass dich nicht beirren auf deinem Weg. Setz deine Hoffnung auf Gott und glaube an ihn. Gott hält so viele gute Dinge für dich bereit, die du in der jetzigen Situation vielleicht noch gar nicht siehst. Lass dich von Gott leiten und führen. Lass dich mit seiner Hoffnung erfüllen. Lass dich auf das Abenteuer ein und dein Leben, es wird sich unweigerlich verändern. Es zahlt sich aus und letzten Endes, muss man sagen, ist das Leben zu kurz, um es nicht in der Fülle Gottes zu erleben. Jesaja 54, Vers 10. Dort steht, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich,
der Herr, der sich über dich erbarmt. Nochmal, vielleicht wird die Welt gerade durch eine Krise erschüttert und vielleicht zieht diese Krise auch ihre Kreise in deinem persönlichen Leben. Setz deine Hoffnung auf Gott und lass dir von ihm die Kraft schenken, die du brauchst, um heil aus dieser Krise herauszukommen. Geh mit ihm gemeinsam hindurch und vergiss nicht, seine Liebe zu dir hört niemals auf. Er wird nicht zulassen, dass du ins Wanken gerätst. Dieses Versprechen, es steht fest und du darfst es annehmen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir durchleben zurzeit eine Krise, die die ganze Welt umspannt. Sie umspannt aber nicht nur die ganze Welt, sondern auch Teilbereiche deines und meines Lebens. Sei es, weil du unter Krankheit leidest, dir deine sozialen Kontakte fehlen, du Konflikte in der Familie hast, du Geldsorgen hast oder um deine Arbeitsstelle fürchten musst. Was wir in solchen Krisenzeiten brauchen und was uns dabei hilft, da heil durch und rauszukommen, ist Hoffnung. Die Frage ist, worauf setzen wir unsere Hoffnung? Als Christen haben wir die Chance, die Möglichkeit, das große Privileg, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen. Gott hat uns durch Jesus Christus ein Geschenk der Hoffnung gemacht, das wir annehmen dürfen. Die Hoffnung auf Jesus, sie hilft uns dabei, Krisenzeiten in unserem Leben zu meistern. Die Hoffnung auf Jesus macht uns stärker und lässt uns auch unter schwierigen Lebensumständen weitermachen und dranbleiben. Die Hoffnung auf Jesus, sie schützt uns davor, aufzugeben und zu resignieren. Gemeinsam mit Gott Krisenzeiten durchzustehen, erfordert aktiven Glauben und ein Vertrauen darauf, dass für Gott keine Situation ausweglos und kein Problem zu schwierig ist. Wenn wir Krisenzeiten gemeinsam mit Gott durchleben und meistern, dann wird sich das positiv auf unser ganzes Leben auswirken. Dabei dürfen und müssen wir sogar auch selbst aktiv werden. Wir dürfen mit Gott über unsere Hoffnungen sprechen und ihn um Weisheit bitten. Wir dürfen unsere Ziele anpacken und uns dabei von Gott leiten und führen und ziehen und durchtragen lassen. Und ich möchte dich nochmal ganz bewusst dazu ermutigen, setz deine Hoffnung auf Gott. Sei hoffnungsvoll und nicht hoffnungslos. Meistere die Krisenzeiten in deinem Leben in der Hoffnung auf Gott und mit Gott an deiner Seite. Lebe auch in den guten Zeiten deines Lebens in der Hoffnung auf Gott und bleib so nah an ihm dran. Übergib Gott die Führung deines Lebens und er wird dir Vertrauen und Zuversicht schenken. Er wird dich durch die schwierigen Zeiten in deinem Leben durchführen und du wirst durch ihn gestärkt daraus hervorgehen. Lass Gott diese Zeiten in deinem Leben nutzen, um es zum Positiven zu verändern und deinen Glauben zu stärken. Nochmal, setz deine Hoffnung auf Gott. Und ich möchte euch jetzt ein paar Fragen mitgeben, über die ihr im Anschluss an diesen Gottesdienst nachdenken oder sprechen könnt. Mit welchen negativen oder schlechten Dingen siehst du dich in dieser Krise konfrontiert? Was bereitet dir aktuell Sorgen? In welchen Bereichen deines Lebens bist du hoffnungslos? Worauf setzt du deine Hoffnung? Setzt du deine Hoffnung auf Menschen? Auf das, was du in Büchern liest? Auf das, was du in Videos siehst? Oder setzt du deine Hoffnung auf Gott? Hast du Schwierigkeiten dabei, deine Hoffnung auf Gott zu setzen? Und wenn ja, was hindert dich daran? Was brauchst du, oder besser gesagt, wo brauchst du Unterstützung, um auf Gott hoffen zu können? Hast du in der Hoffnung auf Gott bereits Veränderungen in deinem Leben erlebt?
Denke an Situationen in deinem Leben, das ist meine Aufforderung an euch heute, denke an Situationen in deinem Leben, die du mit der Hoffnung auf Gott und seiner Hilfe gemeistert hast. Und erzählt euch diese Situationen gegenseitig und beschreibt einander, was sich dadurch für euch und euer Leben verändert hat. Ermutigt einander. Lasst uns das mitnehmen. Lasst uns einander ermutigen. Ich möchte euch abschließend mit den Worten aus Römer 15, Vers 13 segnen, wo es heißt: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So segne euch Gott, der Vater, Jesus, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine wunderbare neue Woche. Ich wünsche euch Hoffnung, wie nur Gott sie schenken kann. Ich wünsche euch, dass ihr voll der Hoffnung sein könnt in den kommenden Tagen, in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.